Der frühere französische Staatspräsident Jacques Chirac ist tot. Er starb am Donnerstag im Kreis seiner Familie, wie sein Schwiegersohn mitteilte. Er wurde 86 Jahre alt. Chirac war von 1995 bis 2007 Staatsoberhaupt Frankreichs. Ein zentrales Anliegen des konservativen Politikers war es, Frankreich als globale Macht zu etablieren. Zum damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte er nach einer anfänglich frostigen Beziehung später ein fast freundschaftliches Verhältnis. Beide verband auch der Widerstand gegen die US-Invasion im Irak 2003.